Ballhockey Europapokal am Samstag in Remscheid. Reus Deportivo aus Spanien ist zu Gast bei der IGR Remscheid. In der ersten Runde konnten die Remscheider Herne Bay aus England schlagen und konnten so ins Achtelfinale einziehen. Jetzt geht es gegen die Spanier, die mit zu den besten Mannschaften der Welt gehört. Noch 2008 sind sie Weltpokalsieger geworden, 2009 konnten sie die Champions League gewinnen. Im Fußball würde man hier wohl heute den FC Remscheid gegen den FC Barcelona sehen. So von vornherein wenig Chancen und wenig Optimismus im Lager der Remscheider. Man wollte versuchen, sich möglichst gut aus der Affäre zu ziehen, und das taten die Blau-Weißen auch. Von Beginn an hielten sie gut dagegen, eine kämpferische Einstellung. Die ersten 5 Minuten überstanden sie ohne Gegentor. 5 Minuten gespielt, also 0:0 noch der Spielstand. Aber in der 6. Minute war es dann leider soweit. Zentraler Schuss abgefälscht. Moritz Kreidewolf ist hier chancenlos. 0:1 für die Gäste aus Spanien. Nur 1 Minute später dann die blaue Karte für Luis Hages, das Geburtstagskind. Doch Moritz Kreidewolf kann den fälligen Penalty halten. Und auch die nächsten 2 Minuten in Unterzahl kann die IGR schadlos überstehen. Das Tempo, was die Spanier an den Tag legten, war tierisch hoch. So kam die IGR Remscheid früh an die Teamfoul-Grenze. Am Ende waren es 17 Teamfouls für die IGR bei 10 Teamfouls für die Spanier. Bis zur 13. Minute also ein recht offenes Spiel. Dann wieder ein Konter von den Spaniern. 0:2 in der 13. Minute. Abschluss von halb links. Ohne Chance für Moritz Kreidewolf. In der 18. Minute geht's weiter. Die Spanier kombinieren schnell. 3:0. Tor von außen. Kreidewolf auch hier wieder ohne Chance. Er hatte vorher viele, viele Bälle halten können. Eine starke Leistung von ihm. Jetzt war der Bann gebrochen. In der 19. Minute 4:0. Quergespielt. Der Ball muss nur noch eingeschoben werden. Die Spanier ziehen davon. In der 20. Minute eine gute Phase der IGR Remscheid. Chancen hier von Yannick Peinke und von Daniel Strieder, der Junge, der ein gutes Spiel machte, aber leider kein Tor für die Remscheider. 5:0 also der Pausenstand. Remscheid hält sich noch einigermaßen schadlos. Wir von Gotsmann Computer legen Wert auf qualitativ hochwertige Arbeit und auf unsere individuelle Kundenberatung. Gotsmann Computer steht für Qualität, faire Preise, kompetente Beratung und der Vielzahl unserer Produkte. Wir bieten Ihnen auch Vor-Ort-Service und Hilfestellung bei der Einrichtung von Internetanschlüssen. Gotsmann Computer, Remscheid-Lennep. Nach der Pause gibt es den Wechsel im Tor. Matthias Matusch durfte jetzt ran und hält hier in der 28. Minute direkt einmal den Penalty. Doch der Nachschuss ist drin, 0:6. Und jetzt ging es rund, die Spanier machten weiter Tempo, die Remscheider guckten nur noch hinterher. Man könnte meinen, sie müssten heute was gegen Schwindel nehmen. 31. Minute, Tor in Unterzahl der Spanier, 0:7. 33. Minute, 0:8. 38. Minute, 0:9. Und dann war es auch dahin mit dem Vorhaben der Remscheider, einstellig zu bleiben. In der 40. Minute sind es die Spanier, die auf 0:10 erhöhen. In der 42. Minute dann nochmal eine starke Einzelleistung. Yannick Lukassen, auch ihm wird jetzt noch schwindelig sein. 0:11 für die Spanier. In der 46. dann erneut die Chance für die IGR Remscheid. 10. Teamfoul von Reus Deportivo. Yannick Peinke, der deutsche Nationalspieler, versucht den Anschlusstreffer und Ehrentreffer zu erzielen. Scheitert aber am Torhüter und auch im Nachschuss kann er den Ball nicht reinmachen. So ging es weiter in der 48. Minute, 0:12 für die Spanier und quasi mit dem Schlusspfiff eine Sekunde vor dem Ende, 0:13 der Schlusspfiff. Eine erwartet hohe Niederlage für die Blau-Weißen, die am Anfang stark mithalten konnten und bis zum Ende gut dagegen hielten und kämpften, auch wenn das Ergebnis sehr hoch ausfällt. Jetzt geht es für sie weiter, ein internationales Spiel in der deutschen Meisterschaft. Die Holländer aus Falkenswarte sind zu Gast. Da zählt es dann für die IGR Remscheid im Kampf um die Playoffs, gibt es um wichtige Punkte.